geöffnet. Kleine verschlossene Vein-Kiste. So. Nach oben, einmal springen und weiter geht's. Wo geht's hier lang? Ja, aber hier... Ah, hier oben ist doch auch wieder was. So. Hier kommen wir jetzt vermutlich mal an diese Vein-Tech-Kiste ran. Ist doch auch mal was Gutes. Hep. So, einmal öffnen bitte. Und wir bekommen Rüstungsverstärkung erhalten. Komponenten, um die Rüstung deines Anzugs zu verstärken. Batman kann für alle vier Teile, die du sammelst, 50% mehr Schaden einstecken. Inventar sehen, ein Upgrade wird automatisch angewendet, wenn vier Rüstungsteile gesammelt wurden. Das wird dann automatisch also gemacht. Na gut. Ich dachte, das können wir dann wieder so einstellen, aber ja. Ich soll halt nicht so sein. Oh. Ich scanne jetzt, wie gesagt, ich scanne hier alles nochmal ab. Ich durchsuche hier alles. Ich laufe hier nochmal 10, 20 Mal rum. Um mir irgendwas zu finden. Aber irgendwie... Hier ist eine verschlossene Tür oder sowas. Dass die Räume viel... wartet mal. Vielleicht haben wir ja hier Krypto benutzen. Was? Gamma? Ach, verdammt. Okay, gut. Also wir müssen auf jeden Fall wieder hier hin. Aber wir müssen... Hier kommen wir zum C. Die haben wir aufgebrochen. Okay. Dann machen wir einfach mal. Oder wartet mal. Kann man hier vielleicht... Ja gut, das haben wir ja bereits alles geklärt. Obwohl, da können wir eigentlich nochmal nach den Masken gucken. Hier war der Verletzte. Wir machen heute einfach mal eine Rundreise, eine lange Reise. Und ich werde später mal gucken, wie es weitergeht. So. Und. Schnell. Wow. So geht's auch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Batman wartet wieder. Ganz gespannt darauf, dass die Tür aufgeht. Okay. Und wir sind... Wir sind wieder bei dem Aufzug, den wir vorher gerufen hatten, bei dem ersten Aufzug. Also es heißt quasi, dass der zweite... Jetzt muss ich nochmal gucken. Wir sind hier oben. So, das haben wir. Oh, nochmal hier. Na gut, wir rufen nochmal den Aufzug. Vielleicht kommen wir ja doch irgendwie weiter. Und ich habe jetzt leider noch keine große Ahnung, wie. So. Batman, bitte einmal reingehen. Es geht abwärts, es geht immer weiter nach unten, immer weiter nach unten. So. Okay, gut. Da sind wir jetzt also quasi wieder beim Anfang, wo wir eben, wie gesagt, Anfang, Ende, wie auch immer. Anfang vom Ende. Schwarzpulver, oder Schwarzpulver oder sowas. Schwarzpulverspuren. So, dann machen wir einfach mal den hier. Aber dass es hier nirgendwo was gibt, so als kleiner Hinweis.
Außer eben die Karte, aber wie gesagt, mit der Karte komme ich nicht so wirklich. Batman ist wieder konzentriert. Sehr gut. Dass der da immer so hängen muss. Ach, hier waren wir hier schon mal. Da gab es doch, glaube ich, auch noch was. Da hatten wir doch mehrere Wege probiert. Und das sieht doch sehr interessant aus. Oder auch nicht. Was? Okay. Das kennen wir ja alle schon. Sind wir jetzt hier im Kreis gelaufen oder was? Gut, das machen wir ja die ganze Zeit schon im Kreis laufen. Das ist ja mittlerweile Standard. Aber dass wir hier schon gewesen sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte wirklich, wir waren hier noch nicht. Na, Batman fallen lassen, ne? Fallen lassen. So, fein gemacht. Ja, gut, da bleibt ja nichts anderes übrig. Da müssen wir halt erstmal wieder hier reingehen. So. Ducken und weiter geht's. Und immer alles kontrollieren, scannen. War jedes Mal. So. Okay, dort ducken wir uns auch noch mal. So, hier haben wir jetzt den roten, den etwas dunkleren Weg B, Ebene B. Jetzt weiß ich nicht, waren wir hier schon mal komplett durch? Wir sind zentrieren. Okay, irgendwo da unten. So. Okay, einmal klettern. Ach, hier ein Rohr. Analysiere. Strukturschwer. Okay. Wir konnten also ein Rohr zerstören und eine Vayne-Tech-Kiste zu bekommen. Das ist auch mal was Gutes. Black Gates Knight Handschuhe ERH. Handschuhe für den Black Guest Knight Anzug. Sammle alle 5 Teile, um den Anzug auszurüsten und einen Bonus zu erhalten. Sieh dir das Inventar im Bettcomputer an, lege den Anzug an, wenn du 5 Teile davon erhalten hast. Okay, das klingt doch interessant. 5 Teile und wir bekommen einen super, mega super Anzug. Ja. Einen neuen Anzug ist immer gut. Ein neuer Anstrich muss immer her. Da gucken wir jetzt mal hier oben weiter. Wir waren ja jetzt in Sektor B. Hier gibt es aber noch einen Sektor A. Ich überlege gerade, ich war jetzt hier, war ich hier schon? Ah, hier geht es gar nicht lang. Okay, dann machen wir einfach mal den hier. Und kommen jetzt natürlich wieder an der Gegend raus, wo wir die K.O. gemacht haben. Okay, es geht auch nicht weiter. Irgendwas zum Scannen hier. Gut. So. Ach, hier haben wir ja Sektor A. Sind wir ja auch bereits drinne. Also Ebene A. Jawohl. So, festhalten. Okay. Ja, gut. Den Weg kennen wir ja in- und auswendig mittlerweile. Es ist wieder unser guter alter Weg. Autsch. Und natürlich auch wieder unsere Stolpertrete sind auch mit dabei. Warum auch nicht? Hep und hep.
Ja, ach so, okay. Ich wollte gerade sagen, will der mich jetzt hier verarschen oder was? Weil wir ja schon wieder an der gleichen Stelle sind. Muss noch mal gucken. Okay. Erstmal fallen lassen, genau. So. Batman muss wieder pausieren. Jetzt geht's weiter. Sehr gut, Batman. Hast du gut gemacht. Braver Junge. Ach so, hier waren wir ja. So. Ja, ich bin etwas altmodisch, deswegen nehme ich extra Wege, bevor ich zur Tür lang laufe. Immer extra Wege nehmen, ist immer gut. Das ist immer gut. Aber, wieso? Nee, warte, oder doch? Ah, doch, 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 doch. Das ist alles. Es hat alles seine Richtigkeit. Okay. Okay, wir laufen halt einfach mal rum. Ja. Wie gesagt, das wird halt ein. Ich würde ja wirklich am liebsten dort drauf schießen und das Ding kaputt machen. Aber es funktioniert nicht. Irgendwas muss es doch geben, um diesen Kolben kaputt zu machen. Der zielt aber auch nur nach unten und nicht nach oben. Also bringt das schon mal gar nichts. So. Aua. Epp. Ach so, das war eine Türe, die wir leider auch nicht öffnen können. Ach so, öffnen. Boah. Na, mach doch mal auf. Ja, gut. Wir fahren noch mal eine Runde mit dem Aufzug nach unten. Was mich aber hier schon etwas irritiert. Denn jetzt sind wir ja wieder an der gleichen Stelle, wo wir schon mal gewesen sind. Aber wie bin ich denn jetzt zu der Gegend gekommen, wo ich hin muss? Nein, du sollst doch. Ja, super. Ah, ja, doch, das kennen wir. Das ist die Gegend mit dem Loch. Genau, jetzt müssen wir nämlich wieder runter. Wir müssen dann wieder mit dem anderen Aufzug nach oben fahren. So. Und jetzt betreten wir den nochmal und fahren einfach nochmal nach oben. Müsste ja dann eigentlich in die richtige Etage fahren. So. Betonung liegt auf eigentlich. Also ich habe mich gerade wirklich verlaufen. Wir waren doch erst dort gewesen.
kommt man denn? Boah, Alter, ich finde hier gerade absolut keinen. Ich habe hier gerade keinen Durchblick. Wir haben den Aufzug doch gerufen. Da war da oben gewesen. Also fahren wir doch wieder runter. Es tut mir leid, wenn es jetzt gerade die Folge etwas. Ja. Etwas nicht durchdacht ist. Aber sowas kann passieren nun mal. Sowas geschieht in Spielen. So, hier lang. So, da gucke ich mich hier nochmal genauer um. Ich suche mich hier dumm und dämlich, damit ich irgendwo was finde. Den Weg kennen wir bereits. Hier sind wir lang. Dort haben wir die Tür aufgemacht. Batman, wirst du bitte mal die Tür aufmachen? Dankeschön. So, hier sind wir drüber genau, hier waren wir gewesen. Ah, jetzt geht's doch endlich wieder ein Aussichtspunkt. Zumindest den Weg haben wir wieder gefunden, aber natürlich gucke ich mich trotzdem weiter um. Hier war, ach, hier war diese Gegend. Okay, okay, ich verstehe. Das ist alles super. Schön, dass wir wieder hier sind. Okay, hier sind die Elektro-Dinger, die uns natürlich auch erwischt haben. Wieso auch nicht? Aber wieso kann der das Ding nicht treffen? Man kann drauf schießen. Hier. Man kann das Ding aber nicht irgendwie beschädigen oder so. Alter, jetzt hör doch mal auf, hier rumzufliegen. Was ist das? Der Boden besteht aus offenen elektrischen Tafeln. Okay. Ja, regelmäßige Abstände fließt Strom durch. Das wissen wir ja bereits. So. Na gut, dann werde ich jetzt nochmal bis zu dieser einen Stelle gehen. Und werde mich dann nochmal offline umgucken, ob ich hier noch irgendwie fündig werde, weil ich sehe gerade hier wirklich nicht durch, wo hier bitteschön ein Weg sein soll, wie es weitergeht. Weil ich meine, wir sind ja schon überall durch. Wir haben hier die Wand durchbrochen, das war auch gut. Aber das bringt uns ja im Großen und Ganzen nichts. Wir haben ja auch nirgendwo irgendwelche Geräte, die uns hier weiterhelfen können. So, hab. Hier haben wir leider auch nichts. Nee. Ja, Exit, Exit, das klingt so super, aber es funktioniert leider nicht, wie ich das gern möchte. Und ja, ich würde mal sagen, ich mache ab hier erstmal ein kleines Folgenpäuschen. Es ist leider nicht viel passiert, es tut mir leid, aber das kann passieren, dass man manchmal rumläuft und nicht wirklich was passiert. Wir haben uns nochmal die Gegend angeguckt, haben uns noch ein paar Masken geholt, das war ja auch schon mal etwas Gutes, muss ich sagen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, würde mich auch über ein Like freuen, je nachdem, wie es euch gefallen hat, ne? Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder zu Let's Play Batman Arkham Origins Blackgate. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss.